Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Last Epoch. Wir sind bald Schamane. Wir müssen jetzt noch kurz durch diesen Tempel gehen und den Boss erledigen. Und dann können wir Schamane werden. Aber wir gehen natürlich zuerst auf Druide, damit wir die Spriggenform kriegen. Das ist eine Art Tree-End, also ein Baum. Und der gehen wir auf die Ranken, heißt sie auf Deutsch. Und das sollte eigentlich ziemlich stark werden. Also ich habe es ja auch getestet vor ein paar Parts. Sind sehr viele Ranken, glaube ich, immer 3 pro Summon. Und man kann auch noch mehr sammeln mit einer Fähigkeit, wie zum Beispiel ja, hier den Schaden. So ein Skillpunkt für die Skills. Sehr gut. Und eventuell gibt es noch ein paar Items. Ich weiß es gar nicht, aber es ist nicht vonnöten, noch mehr Weins beschwören zu müssen. Ja, und der Schaden, der steigt ständig. So, ja, die Gegner werden halt recht. Flott eigentlich zäh. Manche sind echt, dass ich wäre fast im letzten Part noch gestorben. Weil ich da unten auch nicht meine Lebensenergie und so sah. Weil das Fenster, ja, es hat einen mega dicker Balken oben. Das seht ihr nicht. Und hier links fehlt auch ungefähr so 5 Zentimeter. Millimeter. Okay, Physik und Spell. Nicht. Jo, also. Der Fenstermodus ist leider relativ schlecht. Ich kann halt im Vollbildmodus nicht aufnehmen. Es leckt auch im Vollbildmodus in irgendwelchen. Ja. Unity Engine Problematiken. Das bringt jetzt eigentlich so viel Stun-Chance und Angriffsgeschwindigkeit. Bringt es nicht. Ja, nehme ich mit. Boah, manche Gegner sind wirklich sehr schnell da. Ein Skorpion, also Skorpione sind im Nahkampf. Also einfach die problematischen Gegner, die machen recht viel Schaden. Das sind Stacheln, ne? Ja. Wie sehe ich das so? Ich bin ja ein Nahkampf-Fan. Wirklich jeder Entwickler ist böse zu Nahkampf. Es gibt immer wieder Szenen, wo sie lieber irgendwelche AOE-Screenlight mehr Buffen als Nahkampfangriffe, das ist klar. Was ich dann irgendwann mal spielen will, bevor es dann zu spät ist, ist nochmals den versuchen, ja, diesen Angriff da auch, wie heißt der? Der neue Angriff, Dual Slash, was in Multi Slash, glaube ich, heißt der. Auf Mega Attack Speed. Ja, das sollte mega stark sein. Eventuell sogar mit einer Zweihandwaffe. Ne, ist glaube ich mit Schwert viel besser. Also Paladin und Schwert. Und dann vielleicht auf Sigis, also auf die, die Teile im passiven Tree am Anfang. So Kugeln schießen, die gehen. So Sigi natürlich auch. Eventuell, wenn ich mal Zeit habe, mache ich einfach einen nebenbei. Aber solange wir jetzt hier noch am Leveln sind am Anfang, mache ich das noch nicht. Und dann spiele ich das einfach mal in einem Part, vielleicht bei 5 Minuten oder 10 Minuten mal. Ein bisschen. Den anderen Beat. Aber ich weiß gar nicht, was ich tragen soll, sonst wahrscheinlich alles Geld ist. Kein Link. Es gibt zwar
zwar eine Rüstung, die noch Attack Speed gibt, glaube ich. Attack Damage. Ich möchte nicht, dass man irgendwie nicht mehr Crit oder so. Also auf jeden Fall möchte ich schon ein bisschen Crit noch mitnehmen können. Also wenn man jetzt nicht auf Crit geht, ist Crit dort manchmal noch ein bisschen stark. Also ich werde das mal überprüfen. Das ist meine nächste riesige Motivation, im Bild zu kommen. Ich muss halt alle Skins wieder runterladen. Die habe ich natürlich alles auf meinem alten PC gelassen. Die sind wahrscheinlich irgendwie nicht mitgekommen. Bei der Spiel ist ja mitgekommen. Nur Steam will nicht, dass ich das Spiel einfach auf einem anderen PC zum Laufen bringe. Es lautet einfach das ganze Spiel nochmal runter. Naja. Weiß nicht, wieso da Steam nicht will. Einfach bei einem anderen PC weiter zocken kann. Ja, ihr Problem, was ihr mit dem Spiel macht. Wenn ihr selber seid mit einem neuen PC, dann seid ihr natürlich auch Verbrecher, über das mit einem anderen Spiel weitergeben. Und das weiß ich ja, dass der gleiche Spieler. Der ist nicht dieses Ding. Ja. Kein Freund von Steam. Bin eigentlich kein Freund von so viele Plattformen, Streaming-Plattformen. Ja, so Spielstreaming, ja, ich weiß nicht, ich habe lieber ein Spiel in einer Kassette, in einer DVD-Schachtel. Blu-ray. Tausendmal lieber. Ich bin halt auch Sammler. Keine Ahnung. Wieso ich überhaupt so viele Spiele gekauft habe schon. Fragt sich der Drago. Und sich selber. Statik ist eine Schockschale. So ein Viertel vom Leben abbauen, das wäre natürlich schon cool gewesen mit bei Diablo 2. Es gab, glaube ich, dort auch so Statik-Items, die dann Statik hießen. Schaden der sagen wir einfach die Kuh wenn ich sie auf der Kuh habe, aber den Angriff der Summons die Schaden kommt kann. Wenn er fliegt kommt der noch voll Schaden. Die heilen einfach zu oft, also das ist ein bisschen zu nervig. Die mir dort bleiben, tanken wollen. Bis er nicht mitkommt. Ah. So, ich freue mich so. Also ich muss noch 15 Level rein investieren, bis wir Spriggenform haben. Aber zum Beispiel können wir auf den Sammelspriggen Spell verwenden. Darf ich 5, also eigentlich direkt nach dem Boss können wir es verwenden. Also direkt nach der Wahl zum Schaman können wir das dann verwenden. Die Punkte ja zuerst in Drähten stecken. So. Schön, wie das so einfach ist.
manchmal kann man auch nicht dorthin, wo der Gegner auch schon ist, also so zwischen den Scheren oder so. Weil der Gegner natürlich dort einfach alles verdeckt. Ja, ist wahrscheinlich schon so, dass man dass das Gegner einfach viereckig ist oder so. Großdom Damage, Stun Chance, Großdom Area, Chunk Chance, Cooldown. Wir machen das. Bei Großdom kann ich eigentlich sehr gut ansetzen jetzt. Also zum Beispiel, ja, die Buffs von den Summons. Also zum Beispiel der Rage vom Raptor setze ich gar nicht so oft ein. Also so Angriffe setze ich oft ein. Also was ich jetzt zum Beispiel oft einsetze, ist zum Beispiel Säbelzahntiger, Kralle, Klauenangriff und ja, von der Spriggan. Was hat das Spriggan? Auch irgendwie so ein. Hat er Heilungstoten wahrscheinlich? Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, was der hatte. Sondern ein paar Tage her, aber. Das kann ich nur so im Kopf. Weil ich den auch, glaube ich, vorher nie eingesetzt habe. Dieser Dorn, Dornenschild oder so. Das sind alles Attacken, die dann einfach so einsetzt. Das Springen ist mir einfach noch ein bisschen zu unbekannt. Aber jetzt habe ich hauptsächlich Regnum sehr viel gespielt. Und Tesla Fixer. Sonst habe ich eigentlich nichts anderes gespielt, viel. Nur die Aufnahmen. Ja. Können wir ja gleich dann sehen. Wo können wir das jetzt schon sehen? Das ist, wenn wir da mal den Knopf finden. Samspringen. Nein, nicht Form. Samspringen. Der hat gar keinen. Ah, die Aura, ja, so ein Wirbel, das grüne Ding. Ist da irgendwie so eine Nova war es, aber es ist eine Aura. Stimmt. Und die war ja nie vonnöten beim anderen Bild. Der war ja so tanky. Das hat so schnell wieder Leben regeneriert, das war Wahnsinn. Also tanky war er nicht, er hat schon viel Schaden bekommen. Schlag, aber da wollen wir sofort wieder folgen. Nur eben erst. Ja, ich könnte ihn schon noch weiterspielen. Ich könnte mir den auch noch nebenbei noch ein bisschen spielen. Aber ich weiß einfach nicht, wie ich ihn weitermache. Ist einfach auf diese Kugeln spam. Das ist natürlich schon cool, aber ob es jetzt wirklich auch effizient bleibt. Ja, wenn wir dann einfach mal weiter zocken, wenn wir genügend Zeit haben. Und ausprobieren. Dann haben wir also schon drei Builds, die wir eigentlich oft spielen könnten. Dürft gerne immer etwas in die Kommentare schreiben. Zum Beispiel, ja, mach lieber den Multistrike-Build oder so. Dann mache ich es auch. Nur ich bin halt nicht unbedingt der beste Komiker und der beste Motivierer, da müsst ihr selber die Motivation herkriegen. Ja. Also sagt ruhig, wenn ihr nicht wollt, dass ich nicht immer so motivierend bin, aber ich bin halt einer, der macht extrem viel Sport. Ich bin eigentlich immer komplett müde. Und mache das einfach, weil ich natürlich auch die Ablenkung brauche. Was ja auch irgendwie
das lohnenswert spielen. Das kann ich nur, wenn ich natürlich Zuschauer habe und alles mögliche. Das ist halt das Problem, das ist dieser Fluch, den ich habe. Die Leute sind einfach zu mir nicht genug nett. Also überhaupt nicht nett. Da könnt ihr irgendwie gar nichts dafür meistens. Ja. Einfach ein bisschen mehr als andere Leute. Die nur auf Geld gehen oder so. Weil es lohnt sich dann natürlich für euch auch mega. Wenn ich natürlich Geld habe und Zuschauer habe, dann lohnt sich für euch natürlich noch viel mehr. Weil ich dann noch mehr von meiner Güte zeigen kann, noch netter sein kann, noch für euch spezieller leisten kann. Ich würde jedem natürlich die Vorzüge bringen, der natürlich aktiver sagt, ja, mach du das, mach du das. Dann habe ich sozusagen noch einen Auftrag, motivierter. Zum Beispiel von Markus, ich heiße Marco, so motiviert. Zum Beispiel der Swedish Skill. So. Ah, jetzt haben wir gleich den Boss. Was ist denn das für Schrott? Also für uns ein Bild finden wir einfach keine Items. Und eigentlich Items, wo ich schon andere besser habe. Die gleichen Boni sind so einfach besser. Ja, ich bin einfach zu oft schon hier durch diese ersten Akte gerannt. Halt einfach, ich bin einfach ein Tester. Ich bin nicht ein Profi, spiele jetzt alle Skillungen auf Level 100 schafft oder so in kürzester Zeit. Einer der richtig motivierend Spiel analysiert, Spiel anschaut sich. Nicht einer, der einfach nur blank, ja, speedrunnt oder so. Das, also, kann Speedrun meistens nur eine oder zwei Minuten von 20 Minuten oder so schauen. Ich bin einfach nicht motiviert, das Speedruns zu schauen. Ich finde es sowas von lange. Wollte dieses immer auf Profi machen und nie sterben oder so. Wollte immer alles perfekt gehen. Nicht so. So, da ist der Emperor Remains. Ja, das Collect-König sozusagen. Er hat früher anders ausgesehen, also er war nicht so viel Skelett, er war eher so Weltkreatur. Jetzt ist er sozusagen das Skelett geworden, was wir eigentlich schon viel früher in Akt 5 oder 6 kennenlernten. Ich muss ja hier durch. Manchmal ist der Gegner richtig laut. Ungefähr. Das sind mega Aoi-Attacken. Auf den. Ja, die Pets sind ein bisschen zu zäh, habe ich das Gefühl. Ein Scheiß ungefähr ist. Eis-Spikes. Ah, wir haben es geschafft. Ja gar nicht, also diese 40 Leben lohnt sich schon, aber die anderen Mods müssen auch gut
zusammenwirken. Und ja, da habe ich noch genügend bessere. So, direkt weitergehen. What sorcery is this? Also Schamanen müssen wir nehmen. Den Schamanen der Job Schamanen. greetings. This is the end of Der Schamschamanen. Where are you supposed to be? Try not to hurt yourself. Ja, Schamane ist sehr interessant. Diese Lore dahinter und so. Also einfach vom Primalist. Der Anfang, der ist einfach Schamane. Der ist nicht Druide. Der ist nicht Beastmaster, der ist Schamane. Das ist das meiste. Natürlich auch die Pets im Hintergrund und so. Aber so wie es aussieht, ist das eigentlich Schamane. Also das machen Schamanen im Real Life und so. Also früher. Und ja. Aber eben hier im Spiel ist es eigentlich ein Elektro-Eismagier. Ein bisschen doofen Spells. Also das muss alles überarbeitet werden. So, wir müssen den Wirbelwind nehmen. So, Stormtotem mache ich jetzt auf diesen. Ja, Stormtotem können wir aber nicht skillen. Er ist halt auch schwach, ohne jetzt richtige Zauber-Items. Also wir sind Druiden. Dann haben wir einfach Engandling Roots. Wir müssen 10 investieren. Jetzt muss ich einfach schauen. Also Physical Schaden müssen wir skillen. Passives Schamane. 8 von 8, 8 von 8. Ja, erst später wieder weiter. Also 8 von 8, also das Armor-Zeugs. Würde ich schon gerne nehmen, aber. Ich mache jetzt einfach mal einen rein. Und dann erst glaube ich hier weiter. Ja, die zwei nehmen. Healing Totem, okay. Muss ich noch mal kurz schauen. Ah, okay. Ja, gut, dann müssen wir nochmals kurz die zwei rausnehmen. Das wirkt gar nicht auf die Beins natürlich, stimmt. Darf ich kurz etwas Falsches geschaut? Ich habe nämlich den Schaman aufgemacht und dort einfach geschaut. Und es hier beim Druiden machen wollen. Weil wir müssen jetzt erst den Druiden nehmen. Okay. Aber das ist Abtunation, glaube ich, und Leben oben. Und nicht, ja, Physical Penetration. Oh, was ist denn das für ein Grafikbug? Waren Texturen gerade noch nicht geladen gewesen. Diese Kette ist saugeil. Man hat schon so eine große Kette. Der Drago. Hat eine große Kette. Gefunden. Also, wie kann ich jetzt zurückgehen? Nur am Ende der Welt. Oder im ersten Lager. Ich glaube, hier unten ja nicht. Trotzdem kurz noch die Quests annehmen. Level 25, sehr gut. So. Impossible.
Also dann müssen wir End of Time. So, ich muss kurz. Ah, jetzt geht's wieder. Trotzdem auch noch. In den Grafikfehlern habe ich jetzt einfach noch ein bisschen übertaktet. So, also. Die zwei raus. Gut, dann nochmal das öffnen. Passives. Also alle Punkte hier rein und einfach eins daneben. Vitalität und Poison Resistance. Okay. Gut. Können wir gleich weitergehen. Aber so langsam. Ja, 26 Minuten. Gehen wir das nächste Mal weiter. Dankeschön fürs Schauen. Ich mache dann direkt noch eine Aufnahme. Jo. Bei den nächsten Tagen werde ich wieder live viel livestreamen. Gut. Dann tschüss zusammen. Bis demnächst. Tschüss.